Ich könnte auch Bricks verwenden. Vielleicht schaut das besser aus. Aber auch da bin ich mir unsicher. So, ich brauche aber noch mehr Schmoth Cobblestone. Noch ein bisschen Watt. Noch minimal Watt. Okay, ich werde mir vermutlich... Wir machen das mal alles ein bisschen schneller. So, den Apfel kann ich weglegen. Der Kram kann da immer rein. Moin, Aisha Girl? Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Was geht ab bei dir? So, brauche ein bisschen was an Cleanstone noch. So, den legen wir dann da bei unserem Schmied in die Öfen rein. Habe ich ja nur so 3, 4. 5. So, ne? Boop. Runter und die. Es sei denn, ich hab's nicht. Ich dachte. Für einen kurzen Moment dachte ich, ich hätte die Ofenwand abgebaut. Aber haha! Alles gut und selbst. Ja, ich kann mich nicht beschweren. So, machen wir hier überall nochmal 8 rein. Zack, zack. 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 Und dann hier nochmal. Ab, ab. Welche Version ist das? Das ist die 1.14.2. Wobei in dem Gebiet, in dem wir uns gerade befinden, das wurde in einer Alpha-Version generiert. Dementsprechend ist hier kein Gras und schaut es halt alles so ein bisschen anders aus. So, dann würde ich einfach erstmal die Türen weglegen. Gut, ich habe noch 9 Trapdoors. Hätte ich keine neuen machen brauchen. Ich frage mich noch immer, aus welchem... Ach, guck mal, jetzt habe ich das erste Mal den Düngerkasten fertig gehabt. Ich könnte Spruce Planks verwenden. Ich glaube nämlich, nee, Dschungelholz... Gott, ich habe da so viel von. Wäre, glaube ich, falsch. Ich könnte Netherquarz verwenden, das wäre halt sehr hell. Ich könnte auch... Weil die Granitandesit möchte ich hier gar nicht verwenden. Clay möchte ich auch nicht verwenden. Ich glaube, Sand wäre ganz interessant. Aber auch nicht richtig. Nee, ich schau mal einfach, ob das mit Spruce Wood anders ausschaut. Na, besser, quasi. Achso. Den Cleanstone noch mitnehmen, der jetzt fertig geworden ist. Oder wie auch immer. Der da. Das da. Der, die, das. Ich könnte auch erstmal gucken. Könnte ich hier auch einfach noch einen Holzbalken reinsetzen? Genug gegackert für heute. Ja. Dann machen wir das auch hier. Ich glaube, das macht das definitiv besser. So, zack, zack. Ja. Doch, ja, doch. Bin ich zufrieden damit. 884 Stunden jetzt schon. Ach, geackert, nicht gegackert. Ach Gott, hier habe ich ein G reingesetzt. 884 Stunden schon. Ich wüsste nicht, ob ich ein Spiel habe, in das ich ähnlich viel Zeit investiere. Wobei, League of Legends. Auf jeden Fall. Da weiß ich, da habe ich eine vierstellige Summe an Zeit reingesteckt. Aber sonst in meiner Steam-Bibliothek habe ich kein Spiel, in das ich ähnlich viel Zeit gesteckt habe. So, das ist hier.
Ich glaube sogar, dass noch immer Terraria mein most played game ist. Du spielst LoL. Ja, also ich habe früher während meines Abis insbesondere viel gespielt. Aber ich habe dann irgendwann aufgehört, weil halt auch viele meiner Freunde aufgehört haben mit League. Na, weil sie keine Lust mehr hatten oder halt ihnen das zu stressig wurde oder einfach keine Zeit mehr hatten. Und dann habe ich halt auch immer weniger gespielt und auch so ziemlich aufgehört. Hätte ich bei dir jetzt nicht gedacht. Warum denn nicht? Das interessiert mich jetzt. Warum hättest du nicht erwartet, dass ich League spiele? Es macht auch Spaß. Also League of Legends macht mir Spaß, insbesondere jetzt, wo ich weniger spiele, aber es ist halt... Ja, alleine spielen ist halt dann auch irgendwie doof. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich kann zählen, ja. hätte irgendwie nicht gedacht, dass das so dein Spiel ist. Ja, ne, stille Wasser sind tief, sagt man immer so schön. Wobei, das ist okay. Machen wir so, zack, zack. Bringst mir dann, bringst mir beide mal ich mit. Oh. Kann ich machen. Also es ist gar nicht mal so schwer. Musst du dir noch Videos, musst du dir noch Videos zeigen, die dir gefallen können? Vielleicht werde ich es irgendwann mal streamen. Würde ich höchstwahrscheinlich mit einer Freundin dann spielen. Dann wären es aber Streams auf Englisch. Ich würde nämlich nochmal ganz gerne diese Season in Gold enden. Du kannst erstmal endlich wieder die Gummistiefel anziehen. So, jetzt würde ich mir wünschen, dass ich aus Smooth Stone, warte, ich mach das mal so, dass ich daraus, Dings, basteln könnte. Treppen. Aber wir nehmen dafür mal Clean Stone. Hat Leute aufgehört, nachdem du eine Maus dadurch gestrottet hast? Wie kommt's? Also, hat dich das Spiel so frustriert oder wie? Muss ich auch wirklich sagen, also League of Legends war ein Spiel, wo ich ab einem gewissen Zeitpunkt auch mehr gestresst als Spaß hatte daran. Na, und dann hatte ich für mich auch so ein bisschen die Konsequenz daraus gezogen, dass ich ein bisschen weniger spiele. Plus, einige meiner Freunde sind halt auch immer gestresster gewesen. Na, und dann hat es immer weniger Spaß gemacht, weil ich meine, ich habe dann halt irgendwann den Vorteil gehabt, dass ich halt ein ruhigen Start hatte und die hatten halt nicht die sich eine Pause gegönnt und waren dann halt dadurch ein bisschen leichter angefressen, wenn die Maus vor die Wand geflogen ist. ja, aber es klingt wirklich so, als hättest du das Spiel zu ernst genommen. Ich meine, ja, League of Legends ist kompetitiv. Aber das, nee. So, zack, zack. Nee. Ich habe keine Lust auf Landwirtschaftssimulator. Ich glaube, damit hast du Fetzen jetzt echt traurig gemacht. Zuallererst einmal hier runter damit. Ne, ankern wir das gleich auf dem Boden fest. So, 1, 2. Dann kommen hier gleich auch nochmal Dingsens runter. So, und dann würde ich... Ja doch, das kommt erstmal weg. Die Stufen sind nicht gut.
So, bop, bop, nein! RIP, F-Stufe. So, zack, zack. Na, stimmt, das habe ich alles selbst gebaut mit Hand, nicht? Ja. So. Ich weine jetzt. RIP. RIP-Fetzen weint. Lul. Ich bräuchte. Habe ich noch? Ja, ich habe noch Oaklock. Es müsste mehr von den Zäunen machen. Und dann müsste ich dafür sorgen, dass es besser ausschaut. So, zack. Ich glaube, das reicht zuerst mal. Die 55. Und dann hätte ich ganz gerne. Oder ich mache. Ja, wie mache ich das? Damit das gescheit ausschaut? Ich glaube, ich mache das. So, gib mir mal ein paar mehr Planks. Na, wir wandern jetzt erstmal von der Planke. Dann machen wir das hier wieder weg. Ich glaube, ich muss den Steg noch ein ganz kleines bisschen weiter nach vorne setzen. So, das wieder mitnehmen. Dementsprechend. 2, 3. So, zack. Ja, und dann hier runter. So, dann machen wir hier unten einen Fuß drum. Ups, im Auftauchen. Ne, der ein bisschen ausschaut, als wäre das ein Betonfuß. Du Betonfuß, ey, kannst du nicht mal langsamer fahren? Es dauert nur ein kleines bisschen, keine Sorge. So, dann haben wir da schon mal einen. So, da kann ich immer anmerken. Deuten. Zack, zack. Bap, 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 bap. Upsa. So, nochmal hoch. Und. So, die hier einmal weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Upsa! Crybaby. Gottchen. Melly hat heute keinen Chill. Armer Fetzen hier. Wird komplett emotional fertig gemacht. So, zack, zack. Dann kommt da noch ein Ding hin. Da noch ein Ding hin. Das war falsch. So. Und dann einmal hier runter. Zack, zack. So. Dann möchte ich hier aber nicht schummeln. Hier wird nicht geschummelt. Und auch nicht gebummelt. Kein Bummeln. So viel so viel Liebe in meinem Chat ist ja ekelhaft. Get a room! Nein! Goddammit! Ich muss aufhören, falsch zu basteln. So, zack. Ich brauche noch mehr Füße. Mehr Füße! Nachdem ich das gerade aufgrund eines Kundengesprächs nicht schreiben konnte, du kannst im Stonecutter-Treppen auch 1 zu 1 für Steinkraft und statt 6 Steine für 4 Treppen. What? What? Oha! Die Lifehacks hier! Ja klar, dann machen wir das mal. Da Clean Stone. Ja, Jesus Maria Christus! Hat das Ding sogar noch einen richtigen Zweck, nicht? Ja, ist der Pilot noch eins.
Easy, nutzen wir das. Ja, nice. Hexerei! Verbrennt ihn! Aufs Lagerfeuer mit ihm. Wir singen das Lagerfeuerlied, Lied. Leifek, du kannst... Du kannst leere Eimer stacken. Poggers. So. So, machen wir mal so. Dann nehmen wir jetzt hier die Stufen. Ich würde mir noch immer eine Möglichkeit wünschen, was passiert, wenn ich die jetzt abbastel? Werden sie dann zu Cobblestone-Treppen? Nee. Ah, nett. Wohin wollte ich jetzt mit dem Gedanken? Keine Ahnung. Goddammit. Keine Ahnung, ich habe wirklich keine Ahnung mehr. Ich kann Melly stacken. Bei Melly bekommst du einen Stack Overflow. So. Und den muss ich da noch machen. Werde ich eigentlich noch immer am Sonntag deine bessere Hälfte kennenlernen? Oder habe ich sie bereits vergraulen können, Melly? Ne, damit ich mich von meiner bestesten Seite zeigen kann. Ne? Nur für dich. Auf dass ich nie wieder jemanden kennenlernen muss. Ich meine, ich habe extra schon das Sportshirt vorbereitet, eingepackt in der Plastiktüte, ne, damit ich das tragen kann. Na, hoffentlich nicht, Schatti. Ne, plus, ich habe die Jogginghose, die ich tragen werde, habe ich nochmal extra schön Soße drüber gekippt. Ich kenne zwei gute Tricks. Du kannst mit einem Schild eine Lavafalle bauen, ein Schild platzieren, darüber Lava und es fließt erst runter, wenn du abbaust und du kannst mit einer Falltür eins... im Einzwege graben. Ich frage mal. Wie mache ich das jetzt? Keine Ahnung, ey. Goddammit. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen mehr Schmoth Cobblestone. Das Ding wird gerade größer, als ich es jemals haben wollte, ne? Das ist das Problem. Ich so, ach, das machst du mal ganz schnell und dann funktioniert das nie. Ganz schnell existiert bei mir nicht. Ist ein Wort nicht existent in meinem Vokabular. So, zack, zack. That's what she said. So, wenn ich jetzt... Bam! Ja, ne? Was nun? Ich habe schon mal das mit einem Soundeffekt unterstrichen, also bleibt's. So, bam. Bada bing. Bada bum. Achso, dann muss ich jetzt einmal hier. Zack, zack, zack. Dann brauche ich hier einmal. Nein! Komm zurück! Wo ist das jetzt hin? Abgehauen? Ach, ja. So, zack. Nee, ich mach das anders. Halt, stopp! Ich habe eine Idee bekommen. Kann man eigentlich aus auch damit Holz machen mit dem Stonecutter? Nicht, ne? Ach, wo fliegen die denn hin? Nach Timbuktu! Und dann nochmal nach Bonn, Barcelona! So, jetzt noch einmal. Next Versuch. Ich brauche mir, oder ich muss mir noch ein bisschen mehr Dings machen. Nach Schlumpfhausen. Ja, wo kommt ihr denn her? Oh, Schlumpfhausen, bitte sehr. So, zack.
Ja. Nee. Ja, nee. Du vermisst Keck? Ja, ich weiß halt nicht, wo sie ist, ne? Achso, da muss ich jetzt das einmal boop, entfernen. Zack, au, Fragezeichen. Ich weiß gar nicht, was ich tue, ne? Ghostet ihr euch? Also zumindest ist sie nicht mehr hier. Oder war sie jetzt länger nicht mehr im Chat unterwegs? Aber ich gehe einfach davon aus, dass sie momentan einfach Besseres zu tun hat. Nee, das schaut alles deppert aus, ey. Ach, dass das jetzt alles auch wieder ins Wasser fallen muss, ne? Ich mache das mal andersrum. Ich fange mal hier mit Holz an. So, gehen wir mal da drei hoch. Dann nehmen wir hier die Stairs, die vermutlich hier wieder unten irgendwo gelandet sind, ja. Irgendwo fehlen mir noch Stufen. Verzeihung, haben wir eine Stufe gesehen? What's up, Dog? So. Mein Inventar wird auch einfach immer mehr voll hier. So. Diese Gesichtscreme ist sogar, auch wenn die einen etwas stärkeren Eingeduft hat. Wie kommst du von, du vermisst Keck zu, oh, diese Gesichtscreme? Zwei. Immer so. Mein Inventar ist zu voll, ey. Ich habe halt auch nichts, was ich jetzt erstmal irgendwie wegwerfen könnte oder sowas. Warte, ich hab noch Trick 17. So. Trick 17 aktiviert. Außerdem habe ich gerade mein Gesicht gereinigt. Muss deinen Schmerz mit anderen Gedanken unterdrücken. Ih, sie reinigt ihr Gesicht. Ist ja voll keine Gamerin. So, zack. Das an mich nehmen. Zack. Zack, zack. Lass ich das jetzt so? Ja. Ja. Ja, lass ich jetzt so. Ja. Jop, jop, jop. Gut, dann kopieren wir das jetzt auf die anderen Seiten. Jetzt die Frage, wenn ich so mache, schaut das nochmal besser aus? Schaut ein bisschen aus, als hätte ich einen Gallen gebastelt. So, hatte ich hier nicht noch? Genau, ich hatte hier noch Stufen. So, genau, dann machen wir das jetzt einmal hier drumherum. 2, 3, 4. Noch hier auf der anderen Seite. Ah, Gott. Aufmerksamkeitsspanne einer toten Fliege. Ja, behaupte ich auch. Ah, ich habe die Stufe wieder gefunden, die einfach mal in Buxtehude gelandet ist. Direkt neben Pappenheim. So, jetzt könnte ich noch Schlabus verarbeiten können. Brauchen, tun, was? Irgendwo dazwischen hat sich bestimmt ein deutscher Satz verborgen. Ich weiß nur nicht wo. Ich brauche 2 Stufen für den Kran. 1, 2, 3. 4.
Stufe 1, Stufe 2, 1, 2, zack, und dann 1, 2. Permanent liegt aber nicht bei Buxtehude, ich weiß. Trippt hinten Fisch. Ich wollte ihm gerade noch helfen. Genau, jetzt brauche ich nochmal 4. 1, 2, 3, 4. Ja, ich brauche nochmal 4. Treppen. Wunderbar. Genau, und da. Doch, das müsste perfekt aufgehen. Theoretisch. Theoretiklich. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2. Zack. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, zack, 1, 2, so, bam. jetzt muss ich hier dran noch was basteln, aber dafür muss ich anderes Holz verwenden. Dafür verwende ich Spruce Wood. Ich werde jetzt auch mal ganz kurz aus dem Oak Log Truhen basteln, damit ich den ganzen Schmuh hier erstmal verstauen kann, damit mein Inventar nicht immer so ein schrecklicher Haufen ist. Ich brauche jetzt nur mal Clean Stone, auf jeden Fall, damit ich die Schlabus nutzen kann und anbringen kann. So. Ich hab grad getrunken. Es ist halt irgendwie cool, wenn man da hinten das so beleuchtet sieht. Es würde natürlich nochmal besser aussehen, sollte ich wieder einen Shader drin haben. Ich werde vermutlich auch wenn nicht jeder die Shader super toll findet und super hübsch findet, aber ich werde höchstwahrscheinlich welche wieder nutzen für ein paar Wochen, sobald die für 1.14 alle draußen sind. 1.14.2. So. Zap, zap. Nehmen wir mal die Tintenfische hier mit. Wie kann Shader nicht hübsch... was? Wie kann Shader nicht hübsch finden? Wie man Shader nicht hübsch finden kann, ja, es passiert halt, nicht? Hast du eigentlich Wünsche, was du tun möchtest? Nee. So, zack. Dann. Machen wir mir eine Redstone-Fackel. Dann nochmal einen Hebel. Dann kann ich Smooth Cobblestone verwenden. Gibt es irgendwie so eine Art Gearbox nicht, ne? Könnte den Schmiede... Warte, ich schaue erstmal, was ich hier so alles an Möglichkeiten habe. Das ist Light Grey Dye, das ist das Schmuckkerl. Ich hätte den Stone Cutter, den ich dafür nutzen könnte. Ja, nutzen wir mal den. Ja. Schaut ein bisschen aus, als wäre das so eine Winde, nicht? Der Stone Cutter. So.